MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück von der Karte Düsseldorf, Linie M2. Heute gucken wir uns mal die andere Linie an, die 733. Ist aber heute ein bisschen nebensächlich. Ich habe die Folge zwar schon mal aufgenommen, aber egal. Ich hoffe mal, dass das heute funktioniert. Ja, die Linie fehlte uns ja noch, hatte ich euch ja versprochen. Ich habe ein paar lustige Fahrgaststimmen mit drin, kann ich euch schon mal versprechen. Wir gucken uns den Bus an und das ist mir heute ein sehr wichtiges Thema, was ich zu berichten habe. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir starten den Bus mal. Wir fahren mit dem BRT C2, Morphe Soundpack und ZF Mod. Jetzt würdet ihr sagen, ja, hast du doch schon mal gezeigt. Ja. Allerdings gab es jetzt nochmal so ein paar Änderungen durch den letzten Patch für das Add-on BRT, der erstmal dafür gesorgt hat, dass alle C2s mit dem Morphe Soundpack, sowohl Void als auch ZF, nicht mehr funktioniert haben. Props an dieser Stelle dafür. Geht auf jeden Fall mal, Link in der Beschreibung zu dem Morphe Soundpack in der Webdisk, da mal die Beiträge ein bisschen durchscrollen, da findet ihr eine Anleitung, wie ihr da in den Scripts ein bisschen was verändern müsst, sodass der Bus halt wieder funktioniert. Ja, zum Beispiel letztes Mal habe ich euch gesagt, hier gab es so einen Fehler, dass der Gang 65 angezeigt wurde. Das kommt jetzt mit dem neuen Update. Also sollte ja positiv sein bei dem BRT-Update, dass jetzt die Gänge 5 und 6 angezeigt werden. Das tun sie auch. Aber ja, hat sich leider zum Anfang erstmal ein bisschen gecrashed. So, also Linie 733 ist eine ganz kurze Linie, die gehört zu diesem 10 Euro teuren M2 DLC noch mit dazu. Ich bin begeistert. Und ja, hier hat sich auch ein bisschen was getan, werdet ihr gleich sehen. Wir fahren die Tour auch nur in eine Richtung, wie gesagt, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Damit werden wir, sobald ich hier losrolle, auch anfangen. Also ich gucke mir die Karte heute gar nicht mal so großartig an. Ich denke mal, das spricht für sich ja alles. Ja. Die Fahrgaststimmen sind ganz lustig. Die haben wir uns auf jeden Fall mal an. Vielen Dank an Mr. Ceratox. Wie gesagt, ich hatte das Video schon mal aufgenommen, aber das ist dann wohl technisch doch nicht so geworden. So, also 733 geben wir jetzt ein und Kurs geben wir einfach mal random eine 1 ein und zack. Dann haben wir hier keine Routenauswahl mehr. Dann hat er das gleich übernommen, gleich richtig und auch hier mit den Zeiten drinne. Da steht jetzt nicht mehr 0 Uhr 0. So, erreicht. Ja, da vorne ist es, genau. So. Also, Paint heute mal BVG-Subunternehmer genommen. Ja, sieht genauso aus. Der Unterschied sind hier nur die Sitzbezüge. Ja. Gut. Würde ich sagen, rollen wir mal ein bisschen vor. Die neuen Fahrgaststimmen sind nur bei den männlichen Fahrgästen. Ich hoffe, dass wir davon einige zu hören kriegen. So, worauf will ich hinaus? Der eine oder andere hat es im Community-Tab gelesen, dass ich beim letzten Livestream, oder vor dem letzten Livestream, ja, so einen Fehler hatte. Ich konnte da auf einmal meinen Livestream nicht starten. Denkt dran, am Freitag diese Woche wieder Livestream. Ich sag gleich noch was dazu. Ja, und zwar habe ich dann festgestellt, dass ich tatsächlich einen Strike bei YouTube bekommen habe. Herzlichen Glückwunsch. Der letzte Strike war damals von Darius Bode. Deswegen weiß ich ja so ein bisschen, was jetzt Phase ist. Dieses Mal war es ein bisschen was anderes, weil, ja, YouTube, ich mache das hier seit 2014 mindestens. Wenn nicht sogar schon länger. Kanal gibt es ja schon seit 2011. Und ich habe euch ja immer wieder gesagt, dass die Regeln und Richtlinien immer so ein bisschen jedes Jahr ein bisschen schärfer geworden sind. Ein bisschen strenger alles. Es ist halt einfach nicht mehr so wie früher. So, da gibt es dieses Thema Musik. Ja, ihr wisst, in meinen Streams läuft zum Beispiel immer ein bisschen Musik im Hintergrund. Das war bislang immer eine Grauzone.
So, dann macht YouTube das ja automatisch so, dass die Streams gespeichert werden. Das heißt, wenn ich sie nicht gleich dir danach lösche, dann kam da meistens von YouTube selber, was könnte ein System da eine Urheberrechtsmeldung rein, das hat aber keinen gejuckt. So war das immer. so war es übrigens auch diesmal. Also alles safe. So, da gibt's aber alte Streams von mir, die habe ich einfach auf privat gestellt, weil da ist ja auch nichts passiert. Das war immer nur bei öffentlichen Videos. Und nun hat Spotify tatsächlich irgendeinen alten Livestream sich genommen von mir, der auf privat gestellt war. Und dort das Lied Finch Asozial Abfahrt erkannt. Scheinbar haben die sich das Lied irgendwie eingekauft. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso Spotify darauf kommt. Prinzipiell könnten sie ja jeden Song nehmen. Weil, woher wissen die das, dass ich das von Spotify abgespielt habe? Naja, jedenfalls können die dadurch einen Urheberrechtsverstoß genauso melden wie jede Privatperson auch. Also genauso, als wenn ich jemanden ein Video zeige und das natürlich nicht erlaubt ist. Ja, oder irgendwas Geklautes hier entsprechend öffentlich hochladen. Genau so ein Ding ist das. Ja, und dadurch habe ich also einen von drei möglichen Strikes bekommen. Verwarnung, was auch immer. Und Stufe 1 ist eben, das wisst ihr, denke ich mal, dass man nicht mehr streamen kann auf YouTube. Für wie lange weiß ich jetzt gar nicht. Beim letzten Mal waren das 3 Monate. Es wird auf jeden Fall relativ lange dauern, bis ich wieder hier auf YouTube streamen kann. Hallo, Busfahrer. Das war die Krähe hier. Na komm, wo sind die Fallstimmen? Wie das jemand weiß, dass ich Kevin Mitchell heiße. Und dann mal, das wenn ich Kevin bräuchte, einmal das und noch sie merken alle. Nicht einmal, dass es andauernd derselbe Schrott ist. Und wie beschissen die Gestaltung ist. Aber wen juckt's? So. Warum muss ich mir eigentlich einen Fahrschein kaufen? Normalerweise. Entschuldigen Sie. Geben wir mal einen falschen Hallo? Fahrschein. Warum muss ich mir eigentlich einen Fahrschein kaufen? Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Oh, Hoppla. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie? Hallo? Also Sag mal, wenn Sie jetzt noch einen normalen Fahrschein bitte. Und könnten Sie bitte etwas schneller fahren? Rechtzeitig zum Burgerladen. Ja, ist mal wieder so ein Anti-Kevin-Fahrgast. Ja, vielen Dank, Mr. Zaratax. Dass du mir mal wieder so was angefertigt hast. Ehre. Ja, also, wo waren wir beim Streamen? Wie gesagt, aktuell auf YouTube nicht möglich, deswegen meine Bitte. Folgt mir, wir machen das schon länger, dass ich auch auf Twitch nebenbei streame. Folgt mir bei Twitch, ganz wichtig. Twitch.tv/flo540. Flo540, alle clean zusammen bei Twitch, folgt mir da. Ganz, ganz wichtig. Ja, dadurch, dass ich nicht bei YouTube streamen kann, ich mehr gerne streame, das wisst ihr. Brauche ich eure Unterstützung jetzt bei Twitch? So, da soll mal lang. Also, naja, kann ich doch nicht wissen. Brauche ich eure Unterstützung jetzt bei Twitch? Sankt Franziskus Kirche. Ja, die Ansagen gehen jetzt auch nach 100 Jahren mal automatisch hier bei dem Bus. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja. Also, wenn einer von euch da mehr weiß zu den neuen YouTube-Richtlinien, warum man das jetzt auch bei privaten Videos macht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich alle alten Stream-Aufzeichnungen gelöscht, sodass dort nichts weiter passieren kann, denn bei 3 Strikes ist ja, das wissen die meisten, der Kanal weg. Wie gesagt, ich habe auch wieder beim letzten Stream diese normalen, was Content-ID-System, diese Verwarnung gekriegt.
diese sind unbedenklich. Ja, das klingt immer schlimm, ist aber einfach. Kannst du einen Fick drauf geben. Allerdings, dass Spotify jetzt da sagen kann, ja, nee, das ist unser Werk, finde ich schon ein bisschen komisch. Aber scheinbar findet das Spotify ziemlich geil. Ich weiß es nicht. Das Geld aus der Tasche ziehen und sie merken nicht einmal, dass es andauernd derselbe Schrott ist und die beschissen die Gestaltung ist. Aber wen juckt's? Genau, also das wollte ich auf jeden Fall mal ein bisschen loswerden. Diesen Freitag wird auf jeden Fall bei Twitch ein Stream kommen. Das werde ich dort nochmal ankündigen, ansonsten auch immer im YouTube-Community-Tab bei Instagram auf dem Laufenden bleiben. Momentan geht's nicht anders, als bei Twitch zu streamen und bin froh, dass ich wenigstens da noch mit euch zusammen Spaß haben kann. Deswegen vielen Dank für eure Unterstützung, wenn ihr mit rüberkommt zu Twitch. Wir haben 30er-Zone, wa? Aber wir müssen ein bisschen Verspätung aufholen. Ist ja wieder sehr schön gemacht hier mit dem Bussteig drüber. Schön schief. Tipptopp. Winkelstraße. Woffi, muss man ganz ehrlich sagen, richtig geiles Soundpack. Ich hatte auch keine Lust, als die Moffi-Busse hier nicht funktioniert haben, ich hatte keine Lust, mit dem normalen BRT-Bus zu fahren. Das macht dann echt keinen Spaß, wenn du dich so an Moffi gewöhnt hast, muss man ganz ehrlich sagen. Einmal einen normalen Fahrschein, bitte. Und könnten Sie bitte etwas schneller fahren? Ich muss noch rechtzeitig zum Burgerladen. Gib den Kevin noch mehr Kleingeld. So muss das sein. Verdammt lustig gemacht. Okay, ich pop some Satzaradox. Mörsenbrucher Weg. Ja, ansonsten, was ging noch? Ich habe mir ein bisschen zurückgezogen in letzter Zeit, weil ich einfach sehr wenig Zeit hatte. Und so ein Video, was ich hier mache, ja doch immer ein bisschen Aufwand bedeutet und das war nicht möglich in letzter Zeit. Das tut mir wirklich leid. Ja, unser Betrieb ist nach wie vor gewachsen. Unser Busbetrieb im Busbetriebssimulator. Also wenn ihr den auch spielen solltet, dann guckt mal da private Betriebe, die OMSI Boss AG. Unser Community-Betrieb wäre mega cool, wenn er zu uns kommt und in unserem Betrieb fahrt. Wir haben auf jeden Fall immer gut Spaß. Ist auch eine geile Verkehrsführung hier. Ach, hier wieder meine Lieblingshäuser. Also an der Karte M2 hat sich nach wie vor nichts getan. Da wird sich auch nichts tun, weil die 10 Euro wurden halt schon verdient. Das Geld ist im Sack. Da kommt nichts mehr. Ja, beim C2 hier, Klimaanlage hat er immer noch nicht. Also alles hat man nach wie vor noch nicht gepatcht. Straße. So, und ihr seht ja hier zum Beispiel, ne, Gang 5, das ist jetzt scripttechnisch also auch gelungen, dass man den fünften und den sechsten Gang hier beim ZF-Getriebe sieht.
Stufe A, bitte. Dass niemand weiß, dass ich Kevin Nitschmann heiße und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehe. Wissen Sie, da ich heute den ganzen Tag zu irgendwelchen Fressbuden fahren muss, geben Sie mir doch einfach mal eine Tageskarte. Nein, warum muss ich mir eigentlich einen Fahrschein kaufen? Normalerweise müsste ich ja eigentlich von meiner Community das gesponsert bekommen. Eigentlich von meiner Community das gesponsert bekommen. Sehr, sehr geil. Frautierstraße. Ja gut, weil diese Linie 733 hier soll, das wüsste ich nicht. Eine kurze Linie wäre wahrscheinlich doch ein bisschen, wäre selbst dem Entwickler zu blöd gewesen, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, was diese Linie nur soll. Weil die macht auch nicht besser, jede 10 Minuten Strecke. Aber naja, fürs Ego oder so, keine Ahnung. So, wir haben ja auch die Rollsperre hier drin. Das ist quasi die Haltestellenbremse für die Leute, die die Haltestellenbremse hier vermissen. Also, es geht Haltestellenbremse, aber wenn ihr halt einfach den Fuß von der Bremse nehmen wollt, ja, wenn ihr die hier rausmacht, zack, dann rollt er einfach, dann müsst ihr immer schön hier Bremse drücken, könnt ihr nicht einfach rausnehmen. Und Rollsperre ist einfach, wenn er steht. Vereinfacht gesagt, dass er dann nicht wieder wegrollt. So, das sieht auch wieder sehr einladend aus hier. Hallo. So, und wir wollen... Was ist denn das? Was ist das denn für eine Ver... Oh, was haben wir hier? Durch die Autos durch, jawohl. Super. Was ist das denn hier für eine Verkehrsführung? Also du kannst von dieser Spur... Also wir wollen links abbiegen, müssen hier aber eine durchgezogene Linie überfahren. Die auch, ja, ein bisschen provisorisch hier aufgesetzt wurde. Was ist das denn? So verarsche, Alter. Ach hier. Ach, das habe ich noch ja nicht gesehen. Nee, nicht die Armlinie. Nee, hier, da kannst du dann hier für die Uraltbusse da. Linienliste, ne? Hieß das doch immer. Das ist auch ein bisschen spärlich hier. Ja, komm, wir fahren jetzt einfach mal hier. Also ich stand hier beim letzten Mal schon 10 Minuten. Hab da auch heute keinen Bock mehr zu warten. Vor allem, wie ihr gesehen habt, ist diese Verkehrsführung ja auch nicht gerade logisch. Staufenplatz. Staufenplatz. Ist das schon Endstation? Ja. Gott sei Dank.
Ja, aber mit Morphe-Pack gefällt mir der Bus richtig gut. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Weil ich ja manchmal schon ein bisschen gemeckert habe hier. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber ganz ehrlich, mit Morphe macht er richtig, richtig Spaß zu fahren. Ja, ich glaube, beim letzten Mal schon erwähnt. Jetzt konnte ich in der Zeit lang nicht fahren, weil durch, wie gesagt, durch das Update, durch den Patch für BRT ist ja alles gecrashed worden. Und mit einmal noch was drauf installieren, ist es halt leider echt nicht getan, ja. Man muss eben da ein bisschen was selber in den Dateien verändern. Oh, hier, hochmoderner Bus. So, das war's. Sehr schön. Krankenhaus? Das kann aber auch nicht stimmen. Der hat wahrscheinlich schon... Ja, der hat schon weitergeschaltet. Alles klar. Das ist natürlich geil. Also das Atron ist dann natürlich sehr... sehr, sehr vorausschauend, sag ich mal. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. So, gut, das soll es gewesen sein hier von der Karte Düsseldorf M2. Heute mit einem wichtigen Anliegen. Ja. Danke, dass ihr auf jeden Fall mir zugehört habt und wir kriegen die Zeit schon rum. In dem Sinne, alles Gute, macht es gut. Ciao, ciao.